Hallo, ich möchte euch heute mein Lieblingsbuch, die Wellenläufer-Trilogie von Kai Meier, vorstellen. Die Wellenläufer-Trilogie ist mein Lieblingsbuch, da es sehr abwechslungsreich und spannend geschrieben ist. Kaum meint man, man weiß, wie es weitergeht, nimmt die Geschichte schon eine überraschende Wende. Der Bestseller-Autor Kai Meier zaubert mit seiner interessanten, spannenden Schriftweise Bilder ins Gedächtnis, die weit hinter das Geschriebene reichen. Nun ein paar Worte zum Inhalt. Jolly, das Piratenmädchen, ist etwas sehr Besonderes. Sie ist eine Quappe. Quappen können über das Wasser gehen, wie unser eins über Pflastersteine. Doch das ist nicht nur toll, es hat auch Risiken und unangenehme Wirkungen. Denn Jolly und Munk, den einzigen Überlebenden eines riesigen und grausamen Quappenmassakers, ist es vorherbestimmt, den Mahlstrom zu besiegen, der unten im Schorfenschrund wütet und die ganze Welt zu vernichten droht. Ihr seltsamer Verbündeter, der Geisterhändler, bringt sie nach Aelenium, damit sie dort für den Kampf gegen den Mahlstrom ausgebildet werden. Doch treffen Jolly und Munk noch rechtzeitig ein, um zu verhindern, dass der Mahlstrom die Grenzen zum schrecklichen Mare Tenebrosum einreißt? Wenn ihr das erfahren wollt, müsst ihr das Buch lesen. Ich persönlich habe erst die ersten zwei Bände gelesen. Da erfährt man noch nichts darüber. Nun würde ich euch gerne eine kleine Textstelle vorlesen. Von einem Augenblick zum nächsten lag über Port Nassau eine Stille. Buenaventure trat aus der Tür und blieb stehen, starrte wie alle anderen reglos auf die nächtliche See hinaus. Eine uhrenbetäubende Folge von Donnerschlägen ertönte, als Breitseite um Breitseite auf Port Nassau abgefeuert wurde. Schreie ertönten, Dächer zerbarsten. In Windeseile loderten Feuer aus dem Labyrinth der Hütten und Häuser. Jolly und die anderen ließen sich flach in den Sand fallen. Neben Jolly schlug etwas Schweres ein. Erst glaubte sie, es wäre eine Kugel. Doch als der Staub sich legte, sah sie Buenaventure. Buenaventure war kein gewöhnlicher Mensch. Er hatte den Kopf eines Pitbulls. Hat euch die Inhaltsangabe, die Textstelle und der Rest gefallen? Wenn ja, dann besorgt euch doch die Bücher. Ich kann euch versprechen, dass sie weiterhin so spannend und abwechslungsreich bleiben. Denn das, was ich hier vorgelesen habe, war ja nur ein Teil.